So geht's mir 3 Wochen nach meinem Outing. Mach's dir bequem, hol dir was zu snacken, vielleicht auch was zu trinken, denn es ist Sommer. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Vlog-Erzähl-Video. Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lasse, ich bin Psychologiestudent an der Universität des Saarlandes. Ich habe mich vor 3 Wochen geoutet als nicht-binär und in diesem Video erzähle ich dir, wie ich mit Hasskommentaren umgehe, wie es mir aktuell geht, was für ein Energieraub dieses Outing auch war und warum ich es trotzdem jederzeit wieder machen würde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Schauen. Denk dran, bleib liebevoll, wenn du irgendwas kommentierst. Ich freue mich über dein Interesse an mir, deiner Arbeit und meinem Sein. Nicht für etwas einzustehen, muss man sich leisten können, finde ich. Und das hier alles soll kein riesiger politischer Kanal werden. Aber auf diesem Kanal geht es darum, glücklicher, bewusster und auch ein Stückchen produktiver zu leben. Glücklicher und bewusster zu leben bedeutet für mich, ich selbst zu sein. Ich kann selbstverständlich auch nicht produktiv sein, wenn ich nicht ich selbst bin. Oder wenn ich mit mir im Zwiespalt bin, wenn ich überlege, was ich für Sachen anziehe, um sicher von A nach B zu kommen und trotzdem ich selbst zu sein. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich mir jetzt meine Fingernägel lackieren oder mir irgendeine Schminke auftragen, auf die ich gerade Bock habe und mich trotzdem noch sicher und wohlfühlen in der Öffentlichkeit. Für manche Sachen ist die Welt vielleicht noch nicht bereit. Lasst uns zusammen daran arbeiten, diese Welt bunter, vielfältiger und liebevoller zu gestalten. Denn ich bin nicht bereit zu warten. Ich kann dir ein Video darüber machen, wie du 20% schneller schreiben kannst. Und glaub mir, das ist ganz schön geil. Denn dann bist du 20% produktiver bei allen Aufgaben, bei denen du irgendwas in die Tastatur tippen musst. Ich sag dir aber auch, es gibt gerade Dinge, die in meinem Leben gerade deutlich wichtiger sind, als schnell schreiben lernen oder ein Tutorial darüber zu machen. Und da ich so ein Riesenfan von Prioritätensetzung bin, kommt die jetzt auch zuerst. Ich kann mich mega glücklich schätzen, denn ich hatte ein mega gutes Umfeld. Menschen, die mich unterstützt haben, die mir gesagt haben, hey Lasse, genauso wie du bist du richtig und genauso wie du bist, habe ich dich lieb, egal wie du bist. Und es kamen super viele, super liebe Nachrichten auf mein Handy, unter meinem YouTube-Video, über Instagram, über WhatsApp von Menschen, die ich kenne, aber auch von fremden Menschen, die mir ihren Support irgendwie ausgedrückt haben, die mir ihre Unterstützung zugesagt haben, die gesagt haben, hey, ich finde es mega stark, super mutig, was du gerade gemacht hast, dass du dich einfach dazu bekannt hast, dass du bist. Und das war für mich mega schön. Und sie haben auch gleichzeitig mir dieses Gefühl gegeben, Lasse, du bist nicht allein. Und das war für mich so super wichtig. Sowohl meine Freundin Ellie, die mich so unterstützt hat, und zwar richtig, richtig gut in den ganzen letzten Monaten, als auch meine Familie und andere Freundinnen in meinem Umfeld. Um mal zu zeigen, wie schön die Unterstützung aussah, ich habe hier so Bilder gekriegt von Regenbögen. Ja. Es ist einfach ein tolles Umfeld, was ich habe. Und ich bin mega, mega dankbar dafür. Ich kann es, glaube ich, kaum in Worte fassen. Aber wenn du dich zu diesem Umfeld zählst, dann ist dieser Part jetzt für dich. Herzlichen Dank. Du bist einfach klasse. Du hast mir ganz viel Kraft gegeben. Wenn mich Menschen als Mann gesehen haben, hatte ich immer das Gefühl, nee, ich kann das so gerade nicht sein. Und ich bin ja auch kein Mann. Ich bin nicht binär. Und ich bin das einfach vom ganzen Herzen und vom ganzen Sein. Und ich fühle mich so wohl damit. Und ich bin so froh, dass ich es raus habe. Erst seitdem ich das für mich klar habe, erst auch so richtig, seitdem ich mein offizielles Outing vor ein paar Wochen hier auf meinem YouTube-Kanal hatte, kann ich so richtig sagen, okay, ich brauche mich jetzt nicht mehr verstecken. Tendenziell weiß jetzt jeder Bescheid, es gibt kein Geheimnis mehr und die, die es nicht wissen, können sich einfach online informieren und mir geht's viel besser. Und jetzt kann ich langsam wieder anfangen, mich zu regenerieren, aber auch wieder produktiv in die Tasten zu hauen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir ein Like da lässt. Ich würde dir auch ein Rocher zukommen lassen und vielleicht sogar abonnierst. Und sonst wünsche ich dir jetzt weiterhin viel Spaß. Und wichtig ist mir aber auch noch zu sagen, du musst dich nicht outen. Das ist nicht besser oder schlechter. Ich habe für mich gemerkt, mir tut's unglaublich gut. Und ich fühle mich viel wohler und ich kann tanzen, wie das Zeug hält und fühle mich unglaublich wohl. Und dieses Tanzen gibt mir unglaublich viel Kraft. Kraft ist auch so ein Ding, die hat mir in den letzten Wochen nochmal extrem gefehlt, weil das Outing war eine mega gute Entscheidung, aber es war extrem anstrengend. Ich habe in einer Woche 30, 40 Mal dieselben Fragen beantwortet, trotzdem, dass ich mich quasi offen geoutet habe. Es kamen ganz viele Anrufe mit Fragen, die jetzt auch nicht unbedingt immer so super diskret waren. Einfach krass. Also so dieses etwas Inneres nach außen tragen ist für mich auch immer, die Außenwelt reagiert darauf und dann
muss ich irgendwie mit dieser Reaktion einen Umgang finden. Und das war einfach super, super anstrengend. Kurz nachdem ich mein Outing, ich bin trans, ich bin nicht binär Video hochgeladen habe, kamen eben diese ganzen Nachrichten reingeknallt. Hassnachrichten, die teilweise direkt blockiert worden sind, teilweise die ich aber auch entfernt habe, wenn Leute sagen, was eine kranke Ideologie, du bist ja total gestört oder auch, du bist gar nicht trans, du hast nicht diese Gender-Dysphorie oder irgendwas. Und ich denke mir so, was ist dein Problem? Du musst mich jetzt hier nicht pathologisieren, du musst mir meine Identität nicht absprechen. Das ist übrigens auch kein, wir diskutieren jetzt mal, ob es mich gibt, so wie ich bin oder ob ich krank bin, sondern das ist ein, hier bin ich, geil. So eine Art von Video ist das. Und diskutieren kann man anderswo und auch in einem gewissen Rahmen. Ich war ehrlich gesagt ziemlich überfordert von diesen ganzen Hassnachrichten, die viel weniger waren als diese positiven, unterstützenden Nachrichten, die aber irgendwie trotzdem voll, ja, geschmerzt haben. Und ja, ignoriere die Hasskommentare, denke ich mir dann. Und das ist aber irgendwie leicht gedacht oder gesagt, aber halt richtig schwer getan. Und eine Freundin meinte zu mir, Lasse, sei großzügig mit dir selbst und akzeptiere, dass es vielleicht heute nicht geklappt hat, großzügig mit dir selbst zu sein oder die Hassnachrichten zu ignorieren. Und das hat mir richtig gut getan. Seitdem ich für mich klar habe, dass ich nicht binär bin, sehe ich viel mehr Menschen, die eben auch queer sind. Und ehrlich gesagt muss ich nochmal sagen, was mich wirklich motiviert hat, mich öffentlich zu outen. Ja, also nicht nur im Familien- und Bekanntenkreis. Das war die Sichtbarkeit von anderen queeren Menschen. Ich habe Menschen gesehen, die ich als männlich gelesen habe, die halt irgendwie eher einen Top anhatten und Schmetterlingsohrringe. Oder einfach einen Mann im Kleid, den ich immer hier in Saarbrücken gesehen habe, wo ich dachte, hey, irgendwie ist der komisch. Aber rückblickend war das für mich so, hey, rückblickend denke ich so, Alter, wie stark, der traut sich einfach, hier mit dem Kleid lang zu laufen. Und es ist ihm total Wumpe, zumindest wirkt es so, was Leute von ihm denken. Und davon könnten wir uns alle mal eine Scheibe abschneiden. Seitdem ich das ganz öffentlich geoutet habe und offen damit umgehe und irgendwie auch ein Stück stolz darauf bin, ich selbst zu sein, Mensch zu sein, zu sagen, ich bin trans, ich bin nicht binär und ich verstecke mich nicht, merke ich, wie sich auch andere Menschen mir anvertrauen. Indem sie ganz nebenher sagen, ja, hey du, ich bin schwul oder hey, ich bin lesbisch oder hey, mir hat dein Video richtig gut getan, lass mal einen Kaffee trinken, ich würde gern drüber reden. Und das sind alles keine Anmachversuche, sondern einfach Menschen, die da sind, die vorneweg für mich eigentlich so ein bisschen unsichtbar waren und die sich jetzt ermutigt genug fühlen, zu sagen, hey Lasse, ich bin übrigens auch irgendwie Teil von dieser Community oder von diesen Menschen, die einfach nicht in dieses heteronormative Bild passen, ja, von Mann, Frau und genauso müssen die sein. Ja, und diese Menschen, die kommen zu mir und sagen, hey Lasse, cool. Und dafür mache ich das. Für diese eine Person lohnt es sich. Für diese eine Person lohnt sich für mich die ganzen Hasskommentare. Für mich lohnt sich diese ganze Energie, die da reingegangen ist, die auch richtig verpufft war. Ich war richtig alle. Ich bin wirklich aufgestanden und bin ab in die Badewanne, weil ich nicht mehr konnte. Mein Energieniveau war wirklich close to zero. Und es lohnt sich aber alles für mich, dieses Outing. Ich würde es jederzeit wieder machen, einfach weil ich weiß, ich habe mindestens eine Person erreicht, die sich jetzt ermutigt fühlt, sie selbst zu sein. Oder vielleicht sogar dazu zu stehen und zu sagen, hey Lasse, ich bin auch nicht binär, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Wie schön ist das, wenn Menschen einfach sein können und wenn sie sich ermutigt fühlen, da sind auch noch andere und ich bin nicht komisch oder falsch, sondern ich bin genau richtig. Und wie schön ist das bitte? Wie schön. Und dafür mache ich das. Und dafür würde ich es jederzeit wieder machen. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, jeder, der sich nicht traut, rauszugehen, das ist total valide, total okay. Und ich habe ein Umfeld, was mir das auch gewissermaßen erlaubt. Ein Umfeld, was mich unterstützt, was mir enorm geholfen hat. Und das hat nicht jeder Mensch. Teilweise haben Menschen richtig ein Umfeld. Das ist einfach richtig schade. Und ich bin so dankbar, dass ich das habe. Und deshalb möchte ich auch einfach zurückgeben. Ich möchte zeigen, du bist korrekt, du bist eine coole Socke und es ist wunderschön, dass es dich gibt, ganz egal, wie du bist. Und ich möchte dich ermutigen, sei du selbst, denn du bist wahrscheinlich ziemlich wundervoll und du bist nicht falsch und du bist nicht schuldbehaftet. Und ja, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Das muss raus in die Welt. Du bist wundervoll. Wahrscheinlich. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Zack.
Be sweet.